Hallo Leute, ja, voll erkältet, aber wir machen trotzdem Rimworld und vielleicht wird es eine kürzere Folge wegen der Erkältung. Ist etwas schwierig. Ja, er baut hier das Dach schon mal, Bishop, und da wollen wir mal gucken, was er als nächstes dann macht. Er soll ja auch noch Sachen reinholen, aber vielleicht ist das Dach wichtiger, ne? Müssen wir mal gucken. Also den einen oder anderen Huster, ne, der müsste dann mal entschuldigen. Wo geht er denn mit dem Holz jetzt hin? Ach so, wir wollten hier noch so zwei Mauervorsprünge machen. Okay, das macht Sinn. Dann ist da schon mal sicherer und ja, dann wird das wohl gehen. Er holt dann wahrscheinlich auch noch das zweite Holz und macht das auch noch. Ich denke, wir können mal auf Stufe 2 machen. Ja, und da muss er aber zwei Felder machen. Okay. Hat er aber schon auf einmal. Sehr gut. So, und jetzt, wie geht's weiter? Dach bauen, ich würde sagen, ne, oder? Ah, ne, schlafen. Ne, doch nicht. Wand glätten. Okay. Aber die Sachen reinholen. Haben wir das schon gemacht? Ich glaube doch, ne? Oh, unser Esel, der braucht auch noch eine Dingens. Ah, da müssen wir noch eine Zone für haben für den Esel. Da, Zone. Ah, wo haben wir denn hier Zone? Eine Lagerzone ist das nicht. Anbauzone, Abfallzone, Anbauzone. Ja, die sollten wir auch kriegen mit der Zeit. Erlaubtes Gebiet. Ne, wir müssen mal schauen. Ach, der muss. Wir müssen ein Objekt haben. Das heißt, da dieser. Warte, was läuft das? Hier Schlafplatz? Nee. Sicherheit ist es bestimmt auch nicht. Stachelfalle, ja. Ist es unter Diverses? Partyplatz? Karawanensammelplatz. Holz zu wenig im Lager. Also eigentlich soll der hier irgendwo hin. Vielleicht hier? Machen wir mal. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht noch ein Tor machen oder so. Weiß nicht. Gehen wir auf Stufe 3, solange der schläft. Wird der gleich auch heller bestimmt. So ist es. Was haben wir denn im Lager hier? Hat er tatsächlich schon was reingetragen? Auch sehr gut. Ja, vielleicht sollte er noch ein bisschen Holz fällen, ne? Da glättet er jetzt die Wand. Okay. Mal wieder schneller. Hat er vorhin was reingetragen? Er hat wahrscheinlich nur was gegessen, ne? Ja, Essen, da müssen wir uns auch drum kümmern, ganz schnell noch. Anbauzone. Reisende gehen durchs Gebiet, okay. Sind das für welche? Neutral. Ich glaube, dann machen wir nichts, ne? Die lassen wir schön laufen. Ich glaube, da kann man auch nichts mitmachen, oder? Ne, ich glaube nicht. Dann passt das soweit. Er ist noch hier beschäftigt. Die Winterglätten dauert mir zu lange, ne? Okay, wie lange dauert das? Ach so, wir sind jetzt auf Stufe Dingens. Alles klar, dann kann es auch länger dauern, ist klar. Aber warte mal, wir müssen gucken, dass wir das Anbaugebiet erstmal hinkriegen. Zone. Anbauzone. Glaube, die ist tatsächlich hier, ne? So, ich habe jetzt. Ich glaube, Reis war das erste, was man pflanzen sollte, ne? So. Kann er das?
Sieht wohl so aus. Müssen wir vielleicht noch ein Lager irgendwo bauen. Okay, mach den Baum da auch weg. Mach mal eine Zone. Lagerzone. Würde ich jetzt tendenziell einfach hier mal machen. Und zwar haben wir denn hier Nahrung? Alles verbieten machen wir erstmal. Sonst tut er uns da gleich wieder was anderes reinschmeißen, bis wir hier so fertig sind. Brocken. Felsbrocken, egal welche, alle rein. Genau so ist es erstmal. So, er baut den Reis wieder an. Ja, die Bäume haben wir gesagt, soll er abreißen, aber jetzt. Was kommt denn hier rein? Ja, das haben wir alles gemacht, ne? Das sind dann Bauwerke. Kunst. Ja, das machen wir alles rein erstmal. Das ist Objekte. Körperteile vielleicht nicht, ne? Was läuft unter Diverses? Sieht erstmal gut aus. Ja, lass mal den Rest da rein. Warte mal, Holz machen wir nicht da rein. Weil da würde ich schon ein eigenes Lager für machen wollen, für Holz. Nochmal eine Lagerzone. Die würde ich tatsächlich hier drunter machen wollen. So, ja, Lager. Alles verbieten bis auf Holz. Da soll Holz rein. Was macht er? Er schläft. Vollgas. Ich gehe davon aus, dass er essen geht, oder? Jetzt pflanzt er Reis, ist auch gut. Was ist denn mit dem Ding hier? Achso, das ist Gehegemarkierung Tiere. Das ist unser Esel. Alle. Alles erlauben. Macht er halt nicht, ne? Spiel wird angehalten, kann das sein? Ach, Gehege nicht umzäunt, das ist das Problem. Gut. Dann müssen wir da einen Zaun machen. Macht das unter Möbel? Ne. Strukturen. Zaun. Bis dahin nur. Und Zauntor machen wir dahin. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der Esel da auch reinkommt, ne? Oh, das ging aber flott jetzt, ne? Okay, jetzt ist Gehege umzäunt. Unser Esel ist da drin, ne? Das ist schon mal schön. Es regnet, dann wird der Reis gut wachsen, ne? 11% gewachsen. 10 Rationen haben wir erstmal genug, ne? Ich hoffe, der klaut mir nicht das Essen. Naja, lassen wir erstmal so. Ich glaube, jetzt hat er gegessen, oder?
Ich weiß nicht, wo er angefangen hat. Hier sind es 9%. Da sind es schon 13%. Ich glaube, er hat hier oben auch angefangen, meine ich. 14%. Okay, das wird mit der Zeit was. Nee, nicht Pflanze entfernen. Pflanze ernten eigentlich da. Das müssen wir ernten. Das müssen wir auch ernten. Und die Bäume wollten wir jetzt nicht ernten. Aber lass mal so. Ja, Mahlzeitenquelle benötigt wenig Nahrung, Verteidigung benötigt. Ja, wo ist Verteidigung benötigt? Okay, haben wir noch nicht, kriegen wir bestimmt noch rein. Ist er schon am Schlafen? Ja, Bischof schläft. Besucher da. Der ist da, okay. Wo geht er hin? Okay, der muss unten rum dann. Hoffe ich, dass er unten rum geht, ne? Und er bleibt da, warte. Du, geh mal nach dem. Und handel mal mit dem. Ich glaube, der wird auf der Seite stehen bleiben. Wir müssten hier ein Tor reinbauen eigentlich. So, dann schauen wir mal, was können wir mit dem handeln? Überlebensrationen hat der. Ich würde die erstmal mitnehmen. Wofür brauchen wir Gold zum Handeln, oder? So, da hätten wir noch zwei über. Medizin hatte eine, dann nehmen wir die auch. Verstärkter Lauf. Was ist verstärkter Lauf? Ach so, okay. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Bauteile. Ich glaube, das können wir so handeln erstmal. Gut, jetzt haben die Klamotten natürlich hier auf der falschen Seite sitzen, ne? Das bedeutet, wir müssten jetzt eigentlich erstmal zusehen, dass wir hier das abreißen, ne? Zu wenig Holz, sagt er mir jetzt. So, aber das wird jetzt eine Weile dauern. Wir müssen irgendwann mal die Tür machen. Und irgendwann muss er auch mal Bäume fällen. Da unten hat man noch welche markiert. Das wird schon dann werden. Jetzt schläft er erstmal weiter. Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen erst hier auch einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.